Sion y sagradete y para tanto. Martirio Sion y sagradete y para tanto. Eto, 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 santis, 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 Έλα.
schon. Ella. Los geht's. Los geht's. Das muss die Sturmfallbucht sein. Dann wollen wir mal. Komm schon. Und weiter. Ja.
Der Mann ist nicht ertrunken. Er wurde hier an Land erstochen. Eine Blutspur. Jemand wurde zu den Klippen gezerrt. Das ist der richtige Ort. Thank you.
Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Sieht nach den Anhängern des Ares aus. Lebender. Thank you.
endlich frei. Bitte, nimm diese Drachmen zum Dank. Ich wollte mich damit freikaufen, aber diese verrückten Malakes waren nur an meinem Blut interessiert. Komm schon, komm. Ho, ho! Ella. Los! Los! Na los, komm. Ella. Bewegung!
Los. Los. Sieh dich nur an. Ein geschliffenes Werkzeug der Gerechtigkeit. Hilf uns, diese gemeine Frau zu töten. Oh, danke, Götter! Hilf mir, bitte! Schweig, Schlange! Was ist hier los? Wir führen diese böse Kreatur der Gerechtigkeit zu! Sie leiden an Verfolgungswahn und glauben, ich hätte Ligeia der Kreatur im Wald geopfert! Zügel deine giftige Zunge! Dieser wandelnde Fluch ist im Bund mit der Schlangenhaarigen! Sie sieht einfach nur verängstigt aus! Bitte, diese Kreatur entführte Ligeia! Wenn ich sterbe, wer rettet sie? Ich
Ich rette Ligia und töte jede Kreatur, die mich aufzuhalten sucht. Was sagst du da? Sie wird dich zum versteinerten Tempel und in deinen Untergang führen. Was ist das für eine Kreatur? Böse. Herzlos. Unbegreiflich. Wir müssen das Mädchen töten, bevor sie die Schlangenhaarige zu uns führt. Der Wald, in dem die Kreatur haust. Wo ist er? Jenseits des versteinerten Tempels, nördlich von hier. Es ist ein dunkler Ort, der von Schatten heimgesucht wird und wo es verfluchte Steine gibt. In seiner Mitte befinden sich Ruinen. Von dort kehrten nur wenige zurück. Du erwähntest eine Ligia. Sie ist... so anmutig und schön, dass es keine Worte gibt. Eine Tochter der Artemis. Mutig, nicht wie ich. Welch dunklen Preis bot die Schlangenhaarige für ihre Seele. Sie lebt, Söldnerin. Das weiß ich. Sollte diese Kreatur Ligia am Leben gelassen haben, ist Eile geboten. Folge mir. Vorsicht. Sie werden von Angst angetrieben. Das Mädchen kommt mit mir. Und ihr geht mir besser aus dem Weg. Sie hat dich mit Sprüchen verzaubert, Söldnerin. Bürger, wir müssen die Stadt retten. Und die Eindringlinge müssen sterben. Versteck dich im Tempel. Ich erledige das. Du bist jetzt sicher. Sicher? Sicherheit schert mich nicht. Ich will ein letztes Mal in Ligeias Augen sehen, selbst wenn es mich umbringen würde. Liebe mag unser aller Ende sein, doch sie lohnt jeden Preis. Meine Drachme für Charon liegt schon lange bereit. Gehen wir. Hast du einen Namen oder soll ich bei du bleiben? Ich heiße Brees. Cassandra. Ligeia wartet auf mich, Cassandra. Wenn man mich entführt hätte, würde sie mich bestimmt nicht warten lassen. Dann enttäuschen wir sie nicht. Wo wurde sie entführt? In unserem Heiligtum, den Ruinen des Schreckens im steinernen Tal. Und da wunderst du dich, dass sie entführt wurde? Es ist nicht sicher hier. Wir müssen die Stadt verlassen. Was soll dieses Silo so umherwandern? Na los! Los!
Komm schon. Dieser Ort gehörte uns, Ligeia und mir. Ein verbotener Ort für eine verbotene Liebe. Nicht gerade gemütlich hier. Selbst Beerdigungen sind romantischer. Stücke ihrer Kleidung führen zum Unterschlupf der Schlangenhaarigen. Bitte, wir müssen uns beeilen. Finden wir Ligeia. Zeig mir den Weg. Was ist das für ein Ort? Hier lebt nichts. Wir betreten das Reich der Schlangenhaarigen. Hörst du? Als fürchte er selbst der Tod. Man wird immer schwerer. Selbst die Luft ist tot. Diese Statuen sehen seltsam lebendig aus. Und ihre Gesichter zeugen von Angst. Sie vernichtet alle Lebewesen, verwandelt sie in Stein und lässt sie in Angst erstarrt in alle Ewigkeit. Hin!
Komm, Söldling.